reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Ei, meine Perl, du werte Kron, war Gottes und Mariens Sohn, ein hochgeborener König. Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum, dein süßes Evangelium ist lauter Milch und Honig. Ei, mein Blümlein, Hosianna, himmlisch Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Von Gott kommt mir ein Freund.
Freudenschein, wenn du mich mit den Augen dein gar freundlich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes Mut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicke. Nimm mich freundlich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden. Liebe Jugendliche und Erwachsene, liebe Gemeinde, von der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer haben wir soeben gehört. Und von der Stimme, die vom Himmel spricht: Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Dass dieser Satz, dies ist mein lieber Sohn, dies ist mein geliebtes Kind, sich an jeden von uns richtet. Dass diese alles überragende Elternschaftserklärung, und deswegen beten wir doch, Vater unser im Himmel, jedem von uns gilt, dass die Gotteskindschaft also ein zentraler Bestandteil unseres Glaubens ist. Darauf hat der Apostel Paulus immer wieder besonders hingewiesen. Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, schreibt er einmal. Und im 12. Kapitel des Römerbriefs, da beschreibt er die Folgen dessen, wenn wir diese Elternschaftserklärung annehmen. Der Apostel Paulus schreibt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, rufe ich daher jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube. So Paulus. Der Glaube, er erlaubt eine nüchterne, also realistische und gemeint ist aber positive, realistische Selbsteinschätzung. Er entlastet uns davon, uns selbst bloß anhand der Maßstäbe der Welt zu beurteilen. Der Maßstäbe, die wir also kennen: Erfolg, Geltung, Ansehen, Beliebtheit, Macht. Er entlastet uns davon und das ermöglicht, dass unsere Selbstbilder nicht verzerrt werden. Denn die Maßstäbe der Welt verzerren unsere Selbstbilder doch allzu oft. In dieser Predigt möchte ich gerne vor allem zwei Spielarten verzerrter Selbstbilder etwas näher beschreiben. Da ist zum einen die grenzenlose Selbstüberhöhung, ich blase mich auf, und da ist zum anderen die grenzenlose Selbstabwertung, ich halte mich für gar nichts. Zu dem Ersten. Mir fällt zu dem Ersten ein Extrembeispiel ein, eine Szene aus einem Film, einem US-amerikanischen Thriller namens The Departed.
Darin spielt der Schauspieler Jack Nicholson einen irisch-amerikanischen Gangsterboss und er unterhält sich gerade mit einem 10-jährigen Jungen. Und während er sich mit ihm unterhält, laufen Bilder, die werden eingeblendet, von einer katholischen Messe ab und man hört diesen Gangsterboss, tja, so eine Art Kirchenkritik abliefern und zugleich sein Selbstbild formulieren. Er sagt Folgendes: Die Kirche will, dass du gehorchst, niederknien, aufstehen, niederknien, aufstehen. Aber ein Mann geht immer seinen eigenen Weg, niemand schenkt dir was, du musst es dir nehmen. Non serviam. Non serviam. Es ist Latein und es bedeutet, ich werde nicht dienen. Dieses Wort, das dieser Gangsterboss in diesem Film spricht, ist ursprünglich dem Alten Testament entnommen. Es wird auf das Volk Israel angewendet, das sich Gott nicht unterordnen will, das bloß sich selbst zum Maßstab der eigenen Selbstbeurteilung machen will. Non serviam, ich werde nicht dienen. Dieser Satz wurde dann später Luzifer zugeschrieben, dem gefallenen Engel, der sich ebenfalls Gott im Himmel nicht unterordnen wollte. Luzifer, für den unsere deutsche Sprache auch das Wort Teufel oder Versucher kennt, der also der Jesus von Nazareth, nachdem er getauft worden ist, in der Wüste aufsucht und versucht, der ihm alle Herrschaftsgebiete der Welt zeigt und spricht: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Non serviam, ich werde nicht dienen. Persönlich bin ich dem Teufel zwar leibhaftig noch nicht begegnet und ich bezweifle offen gestanden, dass das möglich ist, auch wenn der Schauspieler Jack Nicholson eine wahrhaft diabolische Mimik annehmen kann, daran besteht kein Zweifel. Aber die Figur des Teufels steht für ein Prinzip. Das Prinzip des Hochmuts. Das Prinzip des Ich allein. Das Prinzip der Selbstverabsolutierung und des Machtdrangs. Das Prinzip, ja, pathologisch gesprochen, des Narzissmus. Non serviam, ich will mich niemandem unterordnen, ich alleine zähle und sonst keiner. Nicht mein Gegenüber, Gott schon gar nicht, vielleicht nicht einmal Recht und Gesetz meiner Gesellschaft. So sieht das Selbstbild dieses Gangsterbosses aus, den Jack Nicholson in dem Film spielt und der dann im Verlauf des Films über Leichen gehen wird. Nun ist es leicht, das Prinzip der Selbstüberhöhung, das Prinzip der Selbstverabsolutierung als etwas rein Teuflisches zu begreifen und vor allem es bei anderen festzustellen und anderen zuzuschreiben. So machen wir das doch in der Regel. Narzissten sind immer die anderen. In diesen Tagen, vor allem in den letzten Tagen, ganz besonders Donald Trump. Und es stimmt ja auch, an Rücksichtslosigkeit und Machtbesessenheit und Egomanie kennt wohl dieser Mann wenig Grenzen. Aber wir lernen nichts daraus, wenn wir das Prinzip der Selbstüberhöhung nur bei anderen feststellen. Der Teufel will mir als eine sehr deutsche Figur erscheinen. Das Bündnis mit ihm, um unter Drangabe des Seelenheils alle Schätze und Macht der Welt zu gewinnen, erscheint mir als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Naheliegendes. Der Teufel will mir als eine sehr deutsche Figur erscheinen. Das sagt in einer Rede von 1945 der deutsche Schriftsteller Thomas Mann. Und wissen Sie, ist doch interessant, wo er diese Rede wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs gehalten hat, einen Katzensprung entfernt von dem Ort, der am Mittwoch gestürmt worden ist von diesem Mob. Nämlich
in der Library of Congress in Washington, unmittelbar neben dem Kapitolzügel. Da war Thomas Mann im Mai 1945 eingeladen vor Repräsentanten des amerikanischen Volkes, um über Deutschland und die Deutschen zu sprechen. Diese Rede ist für mich bemerkenswert, weil Thomas Mann kurz nach dem Ende der finstersten Epoche der Menschheitsgeschichte dort steht und versucht zu enträtseln, wie das möglich war. Versucht zu enträtseln, was das Wesen, so sagt er es, der Deutschen ausmacht und dem nahe zu kommen, warum eigentlich die Deutschen diese Katastrophe verursachen konnten. Darum ist sie bemerkenswert. Aber vor allem ist diese Rede für mich aus einem Grund bemerkenswert, weil Thomas Mann darin einen Satz sagt. Diesen einen Satz über den Hang zur Selbstüberhöhung, den Hang dazu, alles besitzen zu wollen, sagt der Deutsche Thomas Mann: Ich habe es auch in mir. Ich habe es auch in mir. Und damit meint er, non serviam, ich werde nicht dienen. Dieses Prinzip habe auch ich in mir. Ich allein, diesen Gedanken, habe auch ich in mir. Ich will alles, dieses Begehren, habe auch ich in mir. Deine Wahrheit zählt nicht alleine meine. Das habe auch ich in mir. Was für ein Eingeständnis und was für eine Selbsterkenntnis von dem exilierten Schriftsteller 1945. Beispielhaft, finde ich, für jeden. Wenn Paulus also sagt, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist, wenn er uns zu einer nüchternen Selbsteinschätzung aufruft, dann weiß er schon sehr genau, dass wir Menschen einen Hang zur Selbstüberschätzung und Selbstüberhöhung haben. Das liegt an unseren menschlichen Maßstäben. Erfolg, Macht, Beliebtheit, Ansehen, Geltung. Darum stehen wir in der Gefahr, unser Selbst aufzublasen. Manche von uns mehr, andere weniger. Aber die Gefahr gehört zu unserer menschlichen Existenz dazu. Und ja nicht nur in der Politik, nein, mitten im Alltag. Natürlich, im Kleinen, na klar. Wann habe ich zum letzten Mal jemandem das Wort abgeschnitten, weil ich von seiner Wahrheit nichts wissen wollte? Wann habe ich das letzte Mal gedacht, ja, das will ich alles haben, ohne Rücksicht auf das, was dir durch den Kopf geht und wie es dir gerade geht? Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Das zielt mitten auf uns in unserem Alltagsleben. Und es gibt eine zweite Spielart verzerrter Selbstbilder neben dieser grandiosen Selbstüberhöhung, die wir alle in der einen oder anderen Variante wohl kennen, dasjenige der grenzenlosen Selbsterniedrigung, der radikalen Selbstabwertung, Selbstkritik statt Narzissmus. Auch das ist eine Neigung, die uns Menschen anhaftet, manchen mehr, anderen weniger. Aber es ist eine menschliche Neigung. Diesen Hang zur selbstkritischen Selbstabwertung übrigens haben viele Menschen besonders deutschen Protestanten bescheinigt. Immer ein schlechtes Gewissen, immer schlecht gelaunt, immer Minderwertigkeitsgefühle. Die innere Zerknirschtheit Martin Luthers steht hierfür exemplarisch. Immer das Gefühl, nicht zu genügen. Bei Luther ist ja besonders interessant, dass sich bei ihm beide Neigungen fanden. Vernichtende Selbstkritik einerseits und andererseits rücksichtslose Selbstüberhöhung und Durchsetzung der eigenen Interessen ohne Rücksichtnahme auf Verluste. Von der Innerlichkeit, der Weltflucht fast, zur Brutalität waren es bei Luther nur wenige Schritte, wie man gesehen hat, wenn er sich gegen die Juden, gegen die Bauern, gegen die Türken, gegen den Papst ausgelassen hat. Beides sind menschliche Neigungen und beide
Selbstzerknirschung und Selbstüberhöhung zeichnen sich dadurch aus, dass ich um mich selbst kreise, um meine unendliche Unterlegenheit oder meine unendliche Überlegenheit. Beide erwachsen aus einem Selbsturteil anhand der Maßstäbe dieser Welt, im Vergleich mit anderen Menschen. Und wer könnte im Vergleich mit anderen Menschen letzten Endes schon bestehen? Beide liefern deshalb keine nüchterne, realistische, positive Selbsteinschätzung. Sie gehen im Kern auf ein inneres Minderwertigkeitsgefühl zurück. Alle beide. Für Paulus besteht die Lösung darin, dass wir die Maßstäbe der Welt relativieren und uns den Geist der Gotteskindschaft vergegenwärtigen. Die Zusage, die da vom Himmel kommt, wie wir im Evangelium gehört haben: Du bist mein geliebtes Kind. Und nicht nur ich, auch der andere. Darin besteht der Maßstab des christlichen Glaubens, dass wir in uns selbst und im anderen ein Kind Gottes zu sehen lernen, in jedem anderen. Das wird in der Taufe lebendig, die Jesus selbst im Jordan erfährt. So wie er damals getauft wurde, so lassen wir uns taufen, um die Elternschaftserklärung Gottes anzunehmen und in dieser Weise die Gotteskindschaft. Ist das am Ende alles? So einfach? So banal? Ist meine Neigung zur Selbstüberhöhung und zur Selbsterniedrigung bloß ein stummer Schrei nach Liebe, wie es die Ärzte einmal in einem Lied gedichtet haben? Ist es so schlicht, dass das bloße Geliebtsein von der Not der narzisstischen Bestätigungssuche entlastet, vom Drang zur Selbstvernichtung? Wisst ihr, Jesus von Nazareth war kein Philosoph. Er war viel mehr als das. Er hat verkörpert und er verkörpert eine existenzielle Wahrheit. Die Wahrheit nämlich, die da lautet: Du bist von Gott geliebt. Und das soll ich zum Maßstab meiner Selbstbeurteilung machen. Die Wahrheit nämlich, die da lautet: Dein Nächster ist auch von Gott geliebt. Und das soll ich zum Maßstab meiner Fremdbeurteilung machen. Ja, das ist im Grunde einfach zu begreifen. Die Herausforderung besteht aber darin, in diesem Bewusstsein zu leben. Denn ich habe es auch in mir, die menschlichen Maßstäbe, den Hang zur Selbstüberhöhung und Erniedrigung. Zum Schluss noch einmal Thomas Mann aus seiner Rede von 1945. Er schließt mit den Worten: Auf dem Grunde der Einsamkeit, die Deutschland böse machte, wer wüsste es nicht, ist der Wunsch zu lieben und geliebt zu sein. Zuletzt ist das deutsche Unglück das Paradigma des Menschseins überhaupt. Der Gnade, deren Deutschland so dringend bedarf, bedürfen wir alle. Und die Gnade Gottes, die höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
wird er geben mir dort oben. Ewig soll mein Herz ihn loben. Zwing die Saiten ins Hütterrad und lass die süße Musik ganz freuen. Reich erschale, dass ich möge mit Jesu Lein dem wunderschönen Bräutigam mein in steter Liebe falle. Singet, spricht, jubiliert, triumphiert, dankt dem Herrn. Groß ist der König, der Ehren. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist, das A und O, der Anfang und das Ende.